Einen wunderschönen guten Abend hier bei Vio. Wir sind gerade um 17.51 Uhr hier mittelamerikanischer Wildwestzeit auf einer NRG. Und jo, habe mich lange nicht gemeldet, GWD ist vorbei. Ich habe 0% GWD-Note, hat auch einen Grund, und zwar, dass ich die Abschlussprüfung nicht gemacht habe, genauso wie das Crazy Chicken. Nicht wahr, Stefan? Ah. Jawohl, läuft bei dir. Ja. So. Das Ding ist, wieso 0% Abschlussprüfung nicht gemacht und Co. Ja, Abschlussprüfung nicht gemacht aufgrund dessen. Es heißt, du kannst die Prüfung am ganzen Tag machen, am Freitag und am Samstag vor der Zeugnisausgabe. Da ist auch nicht schlecht gewesen. Samstags keine Zeit gehabt, habe ich gesagt. Und am Freitag hatte ich dann Zeit, es waren Ausbilder da und die hatten dann einfach keinen Bock. Ja, finde ich scheiße, ist so. Kommt die Polizei? Was? Polizei? Wo? Ja. Polizeistation. Ach so. Ja, heißt Polizei. Ich höre hier nur Polizei und werd schreckhaft. Ja, ich habe mir einen neuen Skin geleistet heute mal. Der so ein bisschen an mich selber erinnert. Hier steht das LVBDK zusammen mit niemandem. Nicht schlecht. Das, Crazy Chicken hat sich auch einen neuen Skin geleistet. Den James Bond Skin. Und der Jens ist mal wieder sonst wo gelandet. Ja, und ich habe uns heute auch noch ein bisschen was gegönnt. Ja. Ein bisschen Surprise. Okay, wir zeigen hier einmal kurz die M4 hier geschenkt gekriegt von dem Herrn da oben. Haben uns auch Mats gestern geleistet und mit den Mats ein paar Sachen zusammengebaut. Ich hole mir jetzt mal schnell im Automaten ein paar Zigaretten. So, $30 für Zigaretten. Aber, ja. So. Ach, Jens das kommt jetzt auch. Läuft bei dir, Jens. Ein Schuss im Kopf und er will weg. Hm. Ja, generell gab es ein paar Neuerungen, ne, bei uns nach dem GWD. Ihr seht, Nebelwerfer bereit. Hier ist ein Nebelwerfer. Das Ding hat nur keinen Kofferraum und ist nicht gepanzert. Ein Reifenpumpe fehlt auch. Der Rest ist getuned. Was auch immer das gerade für Musik war. Dafür Kofferraum noch dazu. Was ist denn er für einer? Q-Turtle. Der war gerade im Knast, wie es aussieht. Der versucht gerade seinen Titel AFK loszuwerden. Ja, wollen wir mal zurückfahren zu unserer Behausung? Können wir machen. Ja, machen wir das. Jens, schaffst du das, ohne hinzufallen? Hinfallen? Warum? Aber schön per Schienen, ja. Ich habe gedacht, wir fahren über die Brücke. Hm. Ja, wir fahren den Schienenweg. Ah! Brücke gibt's das nächste Mal, wenn wir eine Crew haben. Stimmt. Unsere Crew wird die NRG-Crew heißen, weil jeder bei uns eine verkackte NRG einfach hat. Jens haben wir verloren schon wieder. Läuft bei ihm. Und weil wir dann regelmäßig Sachen mit den NRGs machen, Standfahrten oder Ausfahrten einfach, beziehungsweise dies, das, jenes, und man muss halt ein bisschen können mit der NRG beweisen. Läuft bei dir. Boah, was der Jens jetzt als Ausnahme jetzt nicht unbedingt machen muss, weil er der Hausbesitzer ist und der Ganggründer. Ja, ansonsten, es wird ein Aufnahmeritual geben für die Gang, für die NRG-Crew. Und ich hoffe mal, dass es vom Server genehmigt wird auch, weil man muss es vom Server genehmigen lassen, eine Gang aufzumachen. Das kostet ja auch ein bisschen was und ich hoffe, dass es genehmigt wird. Hm. Aber ich sehe da eigentlich ganz positiv hin. Wenn nicht, bezeichnen wir uns einfach als Gang und wissen, wer in dem Haus wohnt, das Gangmitglied kommt. Ja, weil wer wohnt schon hinten in Raster Numero B10 ist das, glaube ich, ne? Oder nee, A10. Wir haben auch die Rasterkarte hier. Also läuft bei uns auf jeden Fall. Ja, gibt es sonst irgendwas Neues zu sagen hier von GTA, GTA-mäßigen, was so passiert ist? Stefan. Ja. Erstmal das Crazy Chicken, da war ja bei mir mit im GWD. Ach Gott. Okay, also GWD im Allgemeinen, ihr dürft ab 14 Jahren mitmachen, ganz normal, aber ihr solltet erstens euch unterordnen können und zweitens ein wenig Sinn für Humor haben. Also ihr werdet ziemlich auf die Schulter genommen. Aber das ist nichts Schlechtes. Man hat auf alle Fälle seinen Spaß und ist ein netter Zeitvertreib. Also wenn man immer schön jeden Tag um 18 Uhr Zeit hat, um zur Übung zu kommen, hat man auch keinerlei Probleme. Ja. Und ansonsten habe ich mir noch was Schönes geleistet, das zeigen wir euch dann auch gleich. So ist das.
Jens, was wolltest du sagen? Du hattest ja auch was gesagt eben, dass irgendwas war noch. Naja, das Schöne ist ja, dass jetzt geht ja der Job. Ja, der Zugjob geht jetzt besser. Auf, das stimmt. Den werden wir auch nochmal vorstellen. Aber nicht jetzt. Man sieht schon unser Haus von Weitem, wo ein schief geparkter Helikopter einfach mal drauf juckelt. Zu dem kommen wir aber gleich nochmal zurück, weil ich fahre jetzt nochmal kurz, ich habe meine Autos nämlich umgeparkt, fahre jetzt mal kurz zu meinen Autos. Mein Savannah kennt ihr ja, und das zweite, was ich mir geleistet habe, ist der Huntley, weil es Geländewagen ist und Geländewagen einfach geil ist. Ja. Ohne Tunes der Huntley, der Savannah, wisst ihr ja, Kofferraum, Nitro, ist jetzt nicht so ein Tune, aber was soll's. Und mein Kennzeichen ist irgendwie voll bestimmt. Auch nicht schlecht, also steht gar nicht ADBU dran. Gehört also gar nicht mir. Ja, dann habe ich mir gestern noch ein Stuntflugzeug gekauft, habe damit einen Cargo-Bob von der Armee gestriffen aus Versehen beim Fliegen und bin dagegen... Ey, das war nicht gestriffen, das war die übelste Zuhälterschelle. Ja, stimmt. Und dann bin ich mit dem Ding halt so richtig schön eiskalt gegen einen Hochhaus geknallt. So, Slash Park. So. Fliegen wir mal eine Runde Helikopter. Wo ist Jens? Das passiert, wenn man die Währung vergeigt und das, wenn man den Befehl vergeigt. Ist toll. Ah, kompakt. T-Ad. Der Zensibar sucht übrigens einen Blister Kompakt, der nicht so teuer sein sollte, weil tunen kann er auch selber. Und da versucht er das gerade über die Werbung hinzukriegen. Hat auch gestern schon einen Reporter mitgenervt. So, ich steig mal als Co-Pilot ein. By the way, das ist unser Gang-Hubschrauber hier. Kann er auch eine andere Farbe eigentlich haben? Weiß ich gar nicht, ob das irgendwie geht. Also weiß, weiß ich nicht. Toll, läuft bei dir. Jo. Hast du den Heli-Sound? Hast du den Heli-Sound bei dir? Oh ja. Ich nicht. Ich habe keinen Heli-Sound. Bei mir ist der leise, komplett leise. Wo ist denn Jens? Wow. Jens, wo bist du? Oh, ups. Ich hab mich um die Straße verfahren. Guck mal, da hinten kommt übrigens gerade ein Personenzug. Kannst du mal auf dem Dach landen von dem Ding. Oder auf dem Schienen. Nein. Haut's euch an, es funktioniert. Ja. Personen zu fahren macht auch mega Spaß, vor allem wenn man Leute hat, die nett sind und mitfahren. Erst wenn man zwar das fertig hat mit dem Training, Personen zu fahren, guck mal, das backt ganz schön rum bei mir. Jens hat sich verfahren in der Straße, das heißt, du müsstest da sein. Oder? Ja, ich bin unter euch. Guck mal da unten. Das ist ein Jens. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo man das GWD, die GWD-Zeit verbringt. Wenn ihr das nicht wisst, können wir da mal hinfliegen kurz. Wenn der Herr Pilot das hinkriegt. Steig ein, Jens. Och man. Leute, einfach meine Luft. Ja. Bock. Nice. Ach, zur Area willst du. Genau, wir fliegen jetzt mal nämlich zur Area 69. So heißt das ja hier in Andreas. Das ist das grüne Gebiet. Dadurch, dass das hier halt eine Frag-Map ist von der Area noch. Quatsch, von der Area, von der Army. Haben wir jetzt hier halt eingezeichnet. Das grüne. Das sind halt die Orte dafür. Einmal der Carrier, das ist in San Francisco, also San Ferrero, da unten Raster F3 und F4. Und oben C7 und C8 und ein bisschen B7 und B8 ist halt die Area. Und das Wichtige ist, wenn ihr da seid, um euch das anzusehen, bleibt, da ist ein Feldweg. Und bleibt unbedingt hinter diesem Feldweg weg, um die Area. Aber sonst gibt es, glaube ich, 4 Sterne, wenn ihr auf dem Feldweg seid. Und wenn ihr dann Richtung Area ranlauft, hier sehen sie übrigens gerade schon vor uns die Area. Da unten ist der Feldweg. Da sind die ganzen Patriots und Co. Die Garagen sind noch nicht geladen. Und wenn ihr in der Area drin seid, dann, ja. Dann gibt's ein Problem. Dann kriegt er 6 Sterne. Der Luftraum ist übrigens auch gesperrt. Genau. Und dann kriegt er 6 Sterne und dann geht's ab hier. Da hinten sehen wir den Hunter stehen, der da steht. Ja. Die Cargo Bobs stehen da unten. Die beiden Helis und der kleine Heli auch. Also es müssten eigentlich alle Leute da sein. Es sind auch 14 Fraktionisten von denen, und also die Armee ist gerade auch da. Wir können ja mal zur Teststrecke fliegen, so, Richtung Teststrecke, am besten mal ein Stück ausprobieren.
Nicht, dass die uns ins Bein pinkeln. Und wenn schon. Alles im Sinne der Wissenschaft. Ich flieg bloß drüber. Alles im Sinne der Wissenschaft. Einfach so Bomben fallen lassen. Und nein, ich eier nicht so rum. Das ist das Wetter, immer noch. Huch, was ist denn das? Ach so. Ich hab ja so ein Ding, das nennt sich Handy. Oh. Da muss ich doch mal kurz gucken. Da ist ein Kommentar bei mir. Guck mal. Pünktlich noch drüber geflogen. Da kamen gerade die Hydra vorbei. Ja, es ist 18:02. Die machen jetzt gerade die Übung. Ey, die ganzen GWDler stehen da hinten dran an der Baracke, by the way. Wenn wir jetzt greedy werden, müssten wir einmal drüber fliegen. Über die Baracke und zuschauen. Ja, wir stehen gerade auf dem Berg des Teststrecken. Ja, wenn ihr hier oben, wenn ihr das schon mal gemacht habt, fahrt ihr bis hier hoch mit dem Patriot und dann jumpt ihr von da oben von der Spitze runter. Ja, das ist so recht interessant, wenn man dann falsch aufkommt und muss es alles innerhalb von 21 schaffen. Patriot, ja, ne? Arsch langsam, warte mal, wer ist denn jetzt hier ordentlich on von den Leuten? Von den Rekruten. Kenne ich jetzt nicht so viele davon. Ich glaube, CKL ist ein neuer Rekrut und NID. Erox ist auch neu. Der hat nämlich gestern eine VKK, also Verkehrskontrolle, bei uns gemacht, bei Jens und mir. Und Jens, kannst du mal kurz erzählen, was da passiert ist? Nee, lass mal, Alter. Ja, Jens ist gerade... Ich kenne mich immer noch aufregend darüber. Genau, Jens ist gerade so ein bisschen mad noch darüber, weil er war Beifahrer, er wusste nicht, dass er gemeint ist. Er ist einfach abgestiegen und weitergegangen und hat einen Stern gekriegt für angebliche Flucht aus der Kontrolle, obwohl ich Jens ab hatte und Co. Und dann ist er wie so ein Besoffener da hinterher und haben sie Jens eingebuchtet. Haben wir also richtig gefeiert hier im TS und dann haben sie Jens eingebuchtet und der hat mich mit Hands up einfach stehen lassen. Zumal wir nicht mal mit unseren Fahrzeugen unterwegs waren, wir hatten einen Roller. Ja, das kam noch dazu, aber wir haben es geklärt auf dem TS mit dem netten Kollegen, mit unserem damaligen Ausbilder, Reap. Und Grüße an dich und an die Army und Jens ist rausgefallen und tot. Ach nee, doch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge, wenn wir bei MTA ein bisschen mit den NRGs eine Ausfahrt machen, beziehungsweise wenn es dann halt richtig losgeht. Mein Name ist Eddie Blue, Zensibar ist das Crazy Chicken und Jens ist der Hausbesitzer.